Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Rheinhessen. Ich bin der Shorty von der Test Area. Und wir haben hier schönes Heu. Das muss jetzt noch in Schwarz gelegt werden. Und dann können wir das auch mit einem Ladewagen abholen hier. Ich hoffe, dass die Roggenernte bald abgeschlossen ist da drüben. Oder da hinten am Ende, am Horizont auf der 42. Ich will das Stroh da auch einmal schlagen, um das dann mit dem Ladewagen abzuholen, damit das einmal, also davon gehe ich jedenfalls aus, dass das passiert, damit das einmal gründlich da abgearbeitet, runtergeholt wird. Einfach mal so für mich, ne, fürs Wohlfühlen, weil das wegen der blöden Spitzkehre und weil die Drescher immer hinten mit dem Hintern so rumgehen, ne, ist das immer so blöde. Da bleibt immer so viel übrig. Und so, du fährst zur Getreidemühle. Okay. Ja, was mache ich mit dir? Du kannst eigentlich... Ja. Ha! Der Schwächste auf dem Hof. Na komm. Kriegst einen Ladewagen. Ich bin ja mal nicht so. Wenn der mit Schwaden fertig ist. Kannst du das mit dem Heu übernehmen? Du bist hier. Du kriegst auch einen Ladewagen. Für Gras. Ich weiß gar nicht, wie weit der ist auf der 32. Ich will gleich mal gucken. Gras ist mehr hat mehr Feuchtigkeit, deshalb ist Gras schwerer als Heu. Heu ist ja ziemlich trocken und da ist nicht so viel Wasser drin, da ist das Heu natürlich leichter. Und am leichtesten ist Stroh. Jetzt gucke ich gerade, wo sind denn die ganzen Abfahrer? Ja, guck mal, der ist in der Tat gleich fertig. Einer ist hier unterwegs. Einer steht noch bereit, falls er voll ist. Okay. Das klappt ja. Oh, du bist hier fleißig am Grubber noch. Er ist in der Tat ein bisschen schwächlich auf der Brust. Ne? Hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Aber gut. Lassen wir ihn da ein bisschen zerren. Der macht das schon. Und wir schwaden das jetzt hier erstmal zurecht. Er hat jetzt gleich fertig geschwadet und ich will ja auf der 42 schwaden. Muss ich den erstmal wegparken. 42 ist noch lange nicht fertig. So, Kurs raus. Schicke ich den auf den Parkplatz. So, und hier ist er. Er holt von der 37 das Heu ab. Der Big M parkt. Sehr schön. Und das geht in die Multiproduktion. Genau. Ist denn noch Heu in der Multiproduktion drin? Ich hätte gerne noch ein bisschen Heu, nämlich für den Futtermixer. Weiter oben. Hier. Ach ja, ist doch genug. Kriegen wir den Futtermixer noch nachgefüllt mit Heu. Und hier ist er doch. Heu in den Komposter noch geladen. Easy. Easy. Oh, let's go. Ja, den schicken Schwader packe ich nur ein, damit er aus dem Weg ist. Den brauchen wir ja später nochmal. Auf der 42. Hier kommt jetzt das Heu rein in die Multiproduktion. Nehme ich mit G. Multi. Da. Heu. Eine Ladung und ein bisschen. Dann können wir den Futtermischroboter für die Kühe noch voll machen und dann können wir den Komposter noch voll machen.
Und dann war es das, ne? Mehr Heu. Also mehr, wo wir Heu reinhauen müssen, können, wollen, sollen, ist ja nicht. Gras. Exegut, ja, kommt auch bald wieder, ne? Hier ist zu Derbe. Da arbeiten wir dran. Baumwolle. So. Hier ist genug Gras drin, Stroh, genug Silage. Das läuft. Hier. Da passt ein bisschen Gras rein. Und ein bisschen Stroh. Aber Mischration ist voll. Ansonsten ist hier nichts. Dann, ja, Überschüsse werden verkauft. Ne? Ganz einfach. Ja, die Multiproduktion mit Heu ist voll. Also gehen wir jetzt Hof, Kuhstall, Autofuttermischer, Klick. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel vom Anhänger da reinpasst. Das stellen wir dann jetzt fest. Es ist ja noch ein bisschen Heu da, ne? Aber das ist... Ha! Nein. Das ist nicht genug. Silage muss auch nachgefüllt werden. Hätte ich nach dem Misttransport machen können, ne? Oh. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir bringen noch was. Liegt noch genug auf dem Feld. Tja, hier ist mit Gras voll. Wo kommt noch Gras rein? Das ist hier. Tierfuttermischer Süd, da passt noch rein. Nord passt nicht mehr rein. Silage ist voll. Was ist? Hier kommt ja kein Gras hin. Komposter. Gras. Da geht's weiter. Okay. Tiere. Nein, das ist der falsche. Wo war Produktion Tiere? Tierfuttermixer Süd. Da kommt Gras jetzt hin. So. Und das ist auch bald fertig, Gott sei Dank. Der braucht noch. Und du fährst zum Komposter. Jawohl. Läuft. Wir sind gleich mit dem Roggen fertig. Das ist super. Dann kann der Drescher hier weg. Dann kann ich den Schwader nämlich aufs Stroh loslassen. Gut, der Drescher. Ja. Die 47, die 45, die 28, 29. Ja, 28 hier ist Sorghumhirse. Und 29 ist der Mohn, ne? Stunde ist übrigens rum, sehe ich gerade. Ja. Gucken wir mal nach dem Wasserturm. So. Hast du nichts verteilt? Stunde ist doch um. Offensichtlich nicht. Warum nicht? Er steht doch auf Verteilen. Und die Stunde war um. Läuft, pumpt, steht auf Verteilen. Ist eine Produktion. Hätte doch eigentlich... Vielleicht hat er verteilt nur in geringen Mengen. Dann hat er zu wenig verteilt.
50.000 pro Stunde, 20 Minuten, 9.000. Ne, der hat schon verteilt. Der hat schon verteilt. Nur 20 Minuten jetzt, sonst wären mehr als 60.000 drin, ne? Dann verteilt er zu wenig. Müssen wir im Auge behalten. Das ist nicht akzeptabel, wenn er zu wenig verteilt. Ja, hier ist jetzt genug Heu drin. Wir konnten ja Heu noch den Komposter. Da war noch genug Platz für Heu. Hof. Komposter abladen. Und Action. Stroh kommt noch. Silage ist schon beauftragt. Ja, denn abkoppeln, kurz löschen. Ich glaube, der muss dann runter zur 47, war das, glaube ich. Wir gucken mal eben. 47. 47. Sehr schön. Fahren du los. Dann kann ich jetzt, ach der, müssen wir mal eben gucken, wenn der abgeladen hat, ob alles reingeht in die Mühle oder ob noch ein Rest im Anhänger bleibt. %. Ja, da bleibt einiges im Anhänger. Das müssen wir verkaufen. Warum auch nicht? Roggen muss wieder irgendwo. Ja. 3.500. Boah. 36 Verkaufsstelle Industriepark. Eigentlich mache ich das ja nicht gerne, aber Industriepark. Nein, hier Händler verkauft. Industriepark. Weil die Preise sind sehr, sehr hoch für Roggen. Ne? Also, aber es muss ja weg. Einlagern kommt nicht in eine Frage. Also dann so. Schön, gerade entdeckt. Er ist im Vorgewende angekommen. Drei Vorgewände hatte ich eingestellt. Also, wenn wir uns einen Grubber holen, müssen wir darauf achten. Ich weiß ja nicht, ob wir es müssen, ne? Aber wenn wir uns einen Grubber holen müssen, müssen wir später darauf achten, dass wir auch einen entsprechenden passenden Traktor davor hängen. So, du musst fahren. Zufeld 42. Wir generieren dir einen Kurs. So, ungefähr hier sollst du bitte enden. Wir gehen auf 14 Meter runter für die Überlappung. Ein Fahrzeug. Es reichen drei Vorgewinde. Auf Bahnen beginnen. Weich. Generieren. Kurz speichern. Feld 42 Schwaden. 14 Meter. Das wird ordentlich. Und dann können wir beim Schwaden schon sehen, wie viel Ordnung da gemacht wird und wie sauber die Strohschwaden dann gelegt werden. Und dass sich das Schwaden lohnt, um echt mehr Stroh vom Feld zu kratzen. Ich muss mal hier intervenieren.
Der Drescher ist schon zu 47 unterwegs. Ich habe gerade Silage geliefert zum Futtermixer. Den Rest Silage habe ich jetzt hier wieder reingehauen. Der Drescher ist schon auf der 47 zugange, wollte ich sagen. 133.000 für den Roggen. Fühlt sich geschummelt an. Es fühlt sich geschummelt an. Aber gut. Aber gut. So. Hofkuhstall. Futtermixer. So. Jetzt meine Lieblingsbeschäftigung eigentlich, das Schwaden. Und der Drescher hinterlässt ja mit dem Rumschwenken vom Hintern auch immer eine Menge Chaos. Hier wird das Stroh jetzt zusammengeschwadet, in ordentliche Bahnen gelegt, die der Ladewagen dann besser abarbeiten kann, ne? Hier so. Und ich fange immer auf den Bahnen an, also auf den Feldreihen. Bei den Wendemanövern passiert dann nämlich oft Murks am Anfang oder am Ende von den Feldreihen. Aber dieser Murks wird dann beim Vorgewende richtig schön begradigt. Da hier solche Sachen, ne? Ah, das bleibt dann immer liegen. Von daher nehme ich mir jetzt einmal die Zeit. Einmal Stroh durchschwaden hier. Das ist kein Beinbruch. Hier sowas, ne? Das verschwindet gleich mit dem Vorgewende. Das wird alles wieder ordentlich gemacht hier am Rand. So. Sehr schön. Ja, ne? Das sind so... Das würde sonst alles liegen bleiben. Und das muss ja nicht. So kriegen wir das Feld wahrscheinlich einmal gründlich abgeräumt. Zumindest gründlicher, als wenn wir es nicht schwaden. So. Ganz zu Anfangs habe ich immer geschwadet, das Stroh, weil halt die Drescher da hinten so rumwedeln, mit dem Heck ausschwenken. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm, Zeitverschwendung, lass das. Aber ich mache es jetzt einfach mal wieder. Und dann wollen wir mal sehen, wie sauber das aussieht. So, da zeigt es sich wieder, ne? Diese Kleckerspuren hier. Das wird alles rangenommen und ordentlich gemacht. Jetzt ziehen wir das schön rüber. Genau. Ja, und was er hier beim Wenden, wie gesagt, unordentlich macht, das wird dann zum Schluss im Vorgewende alles richtig schön ordentlich in Schwad gelegt. Ich weiß nicht warum, also ich könnte stundenlang beim Schwaden zugucken. Es beruhigt mich wie Angel. So, da, ne, das hier zum Beispiel. Wupp, alles schön sauber in Schwad. Herrlich. Und das Vorgewende wird ja sowieso dann interessant. Naja. Wir starten jetzt hier in die Vorgewende. Zwei Vorgewände, drei Vorgewände, meine ich, habe ich eingegeben, aber der macht nur zwei. Wegen der Spitzkehre unten. Bisschen doof, aber egal. Und ihr seht jetzt hier im ersten Vorgewende, wie er vor Kopf von den Bahnen lang fährt und die quasi sauber abschneidet, alles sauber in den Schwad legt. Die Schwadkurven sind auch ganz anders als vom Drescher. Und das ist es, ne? Deshalb lohnt sich schon das Schwaden. Alles schön sauber in Schwad gelegt von dem Schwader. Das ist auch mein Lieblingsschwader, der mit 14 Meter und
Das war im 19er schon so. Der arbeitet am saubersten. Auch wenn wir einen größeren benutzen könnten, ein Quattro, das hat ja 18 Meter, glaube ich, aber der ist nicht so gründlich. Der ist nicht so gründlich. Ne? Hier, saubere Abschlüsse. Überall. Ja. So ist das. Und das ist das, was mein innerer Monk mag, ne? Schön sauber geschwadet. Jawohl. Okay, ihr Lieben, das war's für heute wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zu unserem Community Discord befindet sich in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal und motiviert mich, für euch noch mehr Inhalte zu kreieren. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.